Es kann weiter steigen. Und was es ist, das vermutest du wahrscheinlich schon, das ist nicht ES1 im Bloomberg, das ist nämlich der S&P Future, sondern es ist der Euro-Dollar. Wir werden uns heute mal das Währungspaar anschauen und wir werden gucken, ob dieser Trade meinen Sommerurlaub finanziert. Aber bevor wir das tun, noch zwei, drei Worte zu den letzten drei Tagen und natürlich heute auch zum Ironman, der in Frankfurt stattfindet. Wir waren gerade schon am Langener Waldsee, haben uns da die Triathleten angeguckt und ich muss sagen, es kribbelt so wieder ein bisschen, auch mal wieder an den Start zu gehen, mal gucken. Und gerade die letzten beiden Tage haben mich sehr motiviert. Am Freitag hatten wir unser Community-Treffen in Düsseldorf an der Börse mit 50 sehr spannenden Teilnehmern, mit drei unglaublich guten Rednern, die da waren, die wirklich sehr viel Mehrwert gegeben haben. Dem Patrick Reiser, dem Urban Jäckle und dem Thomas Strelo von der Börse in Düsseldorf. Wir haben sehr viel Mehrwert erfahren. Und am Samstag hatte ich ja auch noch vor Ort ein entsprechendes Seminar mit 29 Teilnehmern. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat auch sehr viel Energie gegeben. Und deswegen war ich heute Morgen auch schon früh wach, war schon früh am Waldsee und habe richtig Bock, mal wieder den Ironman zu machen und wieder Finisher zu werden, weil das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Und ich werde nachher auch noch an die Strecke gehen und wahrscheinlich sehen, wie Jan Frodeno heute das Rennen nach Hause fährt. Und weil ich es leider nicht zum Profi-Triathleten geschafft habe, sondern nur zum Profi-Börsianer, gibt es heute ein kurzes Video zum Euro-Dollar-Wechselkurs. Wir werden uns fünf verschiedene Parameter anschauen, die momentan für das Währungspaar wichtig sind. Ich werde dir sagen, warum ich denke, dass die nächsten 3, 4, 5 Monate dafür geeignet sind, hier tatsächlich auch in den Kursen höher zu gehen. Und du kennst meinen Investmentprozess. Wenn du bei mir in der Ausbildung bist, ich gucke mir immer 5 Themen an. Das erste ist natürlich das Fundamentale. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht wieder das Lied von den Zentralbanken singen und das in aller Tiefe betrachten, sondern ich möchte nur einen ganz kurzen Gedanken geben, der das im Wesentlichen auch zusammenfasst. Denn, und ich glaube, das wissen wir alle, eins steht fest, die EZB hat nicht mehr so viel Spielraum wie die Fed. Die Fed hat ja neunmal schon die Zinsen erhöht, dass sie Ende Juli entsprechend den ersten Zinsschritt nach unten macht, ist zu 100% über die Geldmarkt-Futures eingepreist. Vielleicht kommen sogar gleich 2 Cuts auf einmal, also dieser berühmte 50-Basispunkte-Cut, wie wir in 2001 und 2008 hatten. 2 Monate danach sind die Aktienmärkte ja deutlich gefallen und du kennst das Spiel. Aber Fakt ist, was wir momentan sehen, ist eben die Zinsdifferenz und ich werde sie dir auch gleich zeigen, nachdem ich das technische Bild hier angeguckt habe. Aber es ist von der fundamentalen Seite klar, die Fed kann noch agieren, sie kann die Zinsen in Amerika noch nach unten bringen. Bei der EZB ist der Spielraum momentan raus und ich werde dir am Ende vom Video auch den entsprechenden Chart dazu noch zeigen. Also das Fundamentale vorweg ist relativ eindeutig. Was du hier siehst, ist jetzt das Charttechnische, also die zweite Komponente meiner Analyse. Und wir sehen sehr schön, dass wir seit 2017 hier eigentlich einen Aufwärtstrend etabliert haben, der bis 1,25 in der Spitze gegangen ist. Das, obwohl damals die Zinsdifferenz, mein fundamentaler Indikator, den ich gleich noch zeige, für den Dollar gesprochen hat. Also hier hatten wir eine Divergenz zwischen der Zinsdifferenz, also dem Spread zwischen den US-Zinsen und den europäischen, sprich den deutschen Zinsen. Und das hat sich dann hier in dem letzten Jahr wieder einigermaßen zu einer Normalität zurückbewegt, weil der Euro-Dollar entsprechend gefallen ist. Aber, und das ist spannend, wir haben hier genau beim 61,8% Retracement gedreht. Wir haben hier es geschafft, keine tieferen Tiefstände auszubilden, sondern wir haben sowas wie eine Unterstützung ausgebildet. Hier einen kurzen Trendkanal und du weißt auch, ich würde jetzt nie aufgrund von technischer Analyse alleine einen Trade im Euro-Dollar machen. Trotzdem ist es natürlich ein kleines Puzzlestück, was ich mir hier in der Analyse auch anschaue. Neben dem Fundamentalen, was die Zentralbanken mir eindeutig sagen, wo die Fed die Zinsen weiter runtergehen lassen wird, weiter senken wird, dadurch eben die zweijährigen Zinsen auffallen werden, sehen wir hier diesen technischen Boden und wir sehen den Ausbruch. Und ich denke, dass wir relativ schnell in den nächsten Wochen Richtung 1,15 laufen, dann vielleicht ein bisschen konsolidieren und bis Jahresende so Richtung 1,17, 1,18 auch steigen werden. Also ich denke, wir werden auf diese Niveaus zurückgehen, weil eben auch das rechtliche Bild, also neben den zwei Indikatoren, schaue ich ja zum Beispiel auch sehr stark auf das Sentiment. Hier nicht auf die COT-Daten, die sind für mich im Währungsbereich nicht so wichtig, weil der Future nur 8% hier im Euro-Dollar des Umsatzes abbildet, sondern ich schaue mir diese FX-Fool-Strategie an, mache also das Gegenteil von den Privaten und momentan ist es so, dass 80-90% der privaten Trader auf einen wieder fallenden Euro-Dollar setzen, also den Dollar long sind und den Euro short, vermuten, dass das Währungspaar hier runtergeht. Diese Bewegung, die wir in der letzten Woche nach der US-Fed hatten, die ja entsprechend dann die Bewegung und das Momentum ausgelöst hat, hat viele Trader auf der falschen Seite erwischt. Die kämpfen gegen den kurzfristigen Trend gerade an,
gucken eben den Chart sich anders an als ich und sagen, ja, es geht weiter und ich mache das Gegenteil von den schlecht ausgebildeten Privaten. Mit der FX-Full-Strategie setze ich eben auch darauf, dass es steigt. Das ist schon der dritte Faktor, der hier positiv für diesen Trade ist. Das nächste, was dazu kommt, ist die Saisonalität. Gerade in den letzten 10 Jahren ist es einfach so, dass zwischen Juli und Oktober, also genau die Phase, die jetzt auch vor der Haustür steht, hier der Euro-Dollar deutlich angestiegen ist, im Durchschnitt um 2,5%. Hier haben wir also ein sehr starkes saisonales Pattern, was auch auf steigende Kurse hindeutet. Und auch mit dem fünften Parameter der Intermarket-Analyse glaube ich, dass wir weiter steigen können. Also in den nächsten 1-2 Monaten mit der Saisonalität, mit dem FX-Fool, mit der Zinsdifferenz, denke ich, dass wir locker die 1,15 knacken und bis Jahresende, und du kennst vielleicht auch Euro-Dollar-Steuerstichtag, gerade im Dezember steigt der Euro ja deutlich an, denke ich schon, dass wir Richtung 1,17, 1,18 gehen werden. Und einen fundamentalen Treiber zeige ich dir noch, der ist sehr spannend, deswegen werde ich jetzt mal den Chart umstellen und viele fragen mich auch mal, was ist das für ein Programm? Das ist TradingView, ich werde es dir hier unter dem Video verlinken, auch gleich mit dem Chart, dann kannst du dir den Chart nämlich selber mal in Ruhe angucken. Und du kannst dir auch diese Zinsdifferenz angucken, die für mich sehr wichtig ist. Also das Verhältnis von deutschen Zinsen zu US-Zinsen. Und ich werde dir das regressieren im Vergleich zum Euro-Dollar. Und dann wirst du sehen, wie gut die Zinsen eben den Währungen hier vorauslaufen. Das macht Sinn, weil der Zins natürlich, diese Carry, ein Vorteil für den Investor ist. Und was gibst du ein? Du gibst DE für Deutschland, 0,2 für die zweijährigen Zinsen. Und du musst dann entsprechend J angeben für die Yield. Und du rechnest es minus US 0,2 und dann auch noch eine Yield und dann kommst du eben auf diese Zinsdifferenz. Und da siehst du eben sehr schön, was passiert ist, seitdem hier die Fed tatsächlich diese 180-Grad-Drehung gemacht hat. Im November, Dezember, wo Jerome Powell sich Gedanken gemacht hat über die stark fallenden Aktienmärkte. Der S&P hat damals fast 20% verloren. Das hat ihm nicht gepasst, das hat Donald Trump nicht gepasst und deswegen hat er die Zentralbankpolitik angepasst. Kurzfristig kam es zur Entlastung, langfristig glaube ich, ist das für den Markt ein Problem, deswegen bin ich eher auch short und ein wichtiges Video zum Thema Analyse und Timing kommt in den nächsten Tagen. Und du siehst, dass diese Zinsdifferenz, also dieser Zinsvorteil aus den USA von 3,5% auf 2,5% kleiner geworden ist, also geschrumpft ist. Und wenn wir das jetzt mal mit dem Euro-Dollar-Wechselkurs vergleichen, siehst du eben auch, wie wenig der Euro-Dollar noch gemacht hat im Vergleich. Und das müssen wir jetzt mal kurz auf eine zweite Skala nehmen, sonst sieht das hier im Chart nicht so schön aus. Habe ich da den Chart nicht getroffen? Jetzt habe ich ihn getroffen. Auf die rechte Skala anheften. Und dann siehst du eben hier in diesen normalen Phasen, oder auch wenn wir ein bisschen länger gucken, gibt es immer mal wieder so Abweichungen. Also wie gesagt, als der Euro-Dollar damals so gestiegen ist. Aber insgesamt siehst du schon, hier geht die Zinsdifferenz nach unten. Euro-Dollar ist auch gefallen. Hier ist die Zinsdifferenz eher seitwärts. Da ist das Bild vom Euro-Dollar auch seitwärts. Dann hatten wir hier wieder eine abfallende Zinsdifferenz. Also der Vorteil für Dollaranleger war größer. Euro-Dollar ist dem gefolgt und den Chart, den wir uns gerade angeschaut haben, war diese große Divergenz, von der ich gesprochen habe. Die Zinsdifferenz ist entsprechend hier eigentlich zugunsten des Dollars gegangen, aber trotzdem ist Euro-Dollar gestiegen von 1,04 auf 1,24. Ein bisschen früh vielleicht, weil vielleicht die Zentralbankpolitik schon eingepreist wurde. Dann ist Euro-Dollar wieder zurückgekommen, aber das wir gerade, was wir wieder sehen, ist wieder eine Divergenz. Also hier war quasi das Tief in der Zinsdifferenz. Euro-Dollar war eher seitwärts, hatte sogar diesen Ausbruch nach unten probiert, was fundamental wenig Sinn gemacht hatte, weil der Zinsvorteil dieser Carry-Trade eben zugunsten momentan des Euros läuft. Nicht, weil die Zinsen in Euro-Land steigen, sondern weil die Zinsen in Euro-Land nicht weiter fallen können. Anders als im Dollarraum, wo die Zinsen eben noch ein ganzes Stück weiter runtergehen können. Vielleicht auch sogar mal negativ werden, man weiß es nicht, je nachdem wie schlimm die Krise jetzt wird, ob wir in eine Rezession gehen oder nicht. Und du siehst eben, dass dieser ganze Anstieg der Zinsdifferenz, der fundamental sehr wichtig ist, normalerweise auch durch das Währungspärchen nachvollzogen werden muss. Manchmal dauert das 6 bis 12 Monate, manchmal passiert es sehr schnell, aber das ist ein wichtiger Treiber, wo ich auch sage, auf dem aktuellen Niveau, alles in Richtung 1,1350, 1,13, kann man definitiv mal kaufen. Mit dem Stop unter den alten Lows. Das ist ein guter Trade für mich. Den werde ich in den nächsten Wochen und Monaten auch definitiv umsetzen und auch in meinem fünften Indikator der Intermarket-Analyse mit dem Thema zum Beispiel steigender Goldpreis, was ich ja schon viel jetzt hier auf YouTube auch für dich kommentiert habe,
denke ich, dass der Dollar eher schwach gehen wird, der Euro eher gewinnt und wir im Euro-Dollar hier dieser blauen Linie, dieser Zinsdifferenz hinterherlaufen, 1,15 relativ schnell sehen werden und auf Jahressicht sicherlich auch die 1,17, 1,18. Vielleicht haben wir auch ein kurzfristiges Überschießen nochmal Richtung 1,20. Wichtig ist, dass die privaten Daten weiter short bleiben. Wichtig ist, dass die Zentralbankpolitik in den USA sich nicht dreht. Glaube ich gar nicht, weil das Wachstum global sehr schlecht ist und die Schulden zu hoch. Und damit sehe ich das als Trade des Jahres, hätte ich fast gesagt, vielleicht falsch, als den Trade des Sommers, der als Swing Trade relativ einfach mir entsprechend den Sommerurlaub finanzieren wird. Und ob es jetzt ein fünfstelliges Urlaubsbudget wird oder nur ein vierstelliges, das werden wir sehen. Trotzdem mag ich den Trade momentan. Und damit habe ich dir meine Meinung zu Euro-Dollar gesagt. Sag mir gerne deine Meinung, gib mir gerne deine Kommentare. Sag mir vielleicht auch, ob ich mal wieder hier einen Ironman finishen soll. Ich bin noch ein bisschen unentschieden, die Frau sagt lieber nicht. Ich denke mir, naja, wenn ich die Helden so auf der Strecke sehe und wie gesagt, wir haben vorhin einige sehr eng begleitet, geklatscht, wir kannten den einen oder anderen oder ich zumindest. Und es macht schon Spaß, natürlich nicht auf dem Niveau von Patrick Langer, Sebastian Kienle und Jan Frodeno, aber einfach mal so 12, 13, 14 Stunden unterwegs zu sein. Bisschen Radfahren bei der Hitze, bisschen laufen, bisschen schwimmen. Ich hätte mal wieder Bock, ich werde nachher an der Strecke sein, mir das anschauen und den Leuten zujubeln. Finde das einfach toll, dass Leute sowas schaffen, finde es toll, auch dass so eine gute Stimmung ist. Ähnlich gut wie beim Community-Treffen, ähnlich gestern gut wie bei dem 1x1 der Börse. Und damit freue ich mich, dass du wieder bis zum Ende mit dabei warst. Du kennst das Spiel. Daumen nach oben, damit die Reichweite steigt, damit mehr Leute diesen guten Content sehen, gute Trades machen, an der Börse finanziell frei werden und das Geld für sich arbeiten lassen. Damit danke ich dir und freue mich, wenn wir uns zum nächsten Video wiedersehen. Dein André.